Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder mit einer neuen Folge von der Oberschwaben und dem Ausgehen-Motor vom Renault. Fängt ja schon super an. So, wir waren stehen geblieben mit der Trille hier. So, nämlich mit unseren Fahrgassen. Wir wollen Luzerne machen. Jetzt gucken wir mal, was dabei rumkommt. Wir haben die erste Gasse gezogen mit GPS und dank dem GPS, das seht ihr jetzt rechts an diesem kleinen Fenster, weiß er genau, wann er eine Fahrgasse machen muss. Das war jetzt die erste, wir machen mit 9 Meter, heißt 3 Meter nichts, 3 Meter Fahrgasse, 3 Meter nichts, so wird das Dreierpaket sein. Heißt also, hier brauchen wir einmal nichts und die nächste muss dann eine Fahrgasse sein. Und das seht ihr auch, das macht er, somit weiß er jetzt, er muss hier die Fahrgassenschaltung anschalten. So, dann können wir einmal durchziehen. Oh nein. Mein Lenkrad war ein bisschen scheps. Und das sollte man eigentlich halt nicht rumtun. So, egal, wir setzen noch mal kurz hier an. So, hat das jetzt? Ich hab's halt schon wieder so schräg, ne? Nee, so will ich es nicht. Das gefällt mir so nicht. Ich wollte es mal ordentlich machen. Ich setze noch mal am Muckersäckele weiter hinten an, bevor wir hier in das Drama reingegangen sind. Das sieht sonst nicht so schön aus. Ja, ist direkt wieder verkackt, ne? Heiligsbäckli. So. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier das nochmal ausbügeln können. Toll. Jetzt wollte ich eigentlich in den Titel reinschreiben, Fahrgasten-Tutorial. Das ist auch wieder für Katz. Oh Mann, ey, echt. Nichtsdestotrotz, wir wollen Luzerne andrillen. Das ist so der Plan. Ich werde es jetzt so machen, wie ich es letzte Mal gesagt habe. Ich ziehe die Fahrgassen komplett raus. Ich mache also in dem Fall kein Vorgewinde. So. Dann können wir in die dritte Bahn und jetzt weiß er wieder automatisch, er muss abschalten. Somit müsstet ihr nicht zwangsläufig die Reihen nacheinander abfahren. Ne? Das tut nicht Not. Zeige ich euch gleich dann noch. So, anschalten, er weiß, keine Fahrgasse. Runter die Geschichte und los. So, guck mal, dann, wenn man das schön im 90-Grad-Winkel auch macht, dann sehen die Fahrgassen auch relativ schnieke aus. Na, vielleicht mache ich doch ein Vorgewinde, sehe ich gerade, dass es doch ein bisschen sauberer wird. Zwangsläufig hier oben müssen wir es ja machen, weil ich da nicht beim Nachbarn ins Feld näher fahren kann. So. Also, dann könnt ihr nämlich ausheben. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel in irgendeine Gasse reinfahren. Das ist komplett egal. Er weiß direkt, was er zu tun hat. Zum Beispiel, jetzt fahren wir einfach mal hier runter. Und da weiß er jetzt, ich brauche hier keine Fahrgasse und somit geht sich das auf. Also das ist mittlerweile tatsächlich das Einfachste für mich. Wer hätte es gedacht, ne? Ich habe mich immer davor gesträubt. Naja. So, ansonsten, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Woche. Ich nehme gerade Montag alles auf. Ich bin noch so ein bisschen angefressen vom Wochenende. Ich sag's euch, wie es ist. Einerseits, klar, weil mir meine Kinder ein bisschen aufgeregt haben, das trägst halt ein bisschen mit. Hartes Wochenende, das sind halt Kinder, da regt man sich auch mal so ein bisschen auf und dann hört es auch wieder auf. Aber auch so, was so wieder in der Community abging, das beschäftigt mich doch tatsächlich ein bisschen mehr, als ich das gedacht hätte. Denn wenn die Leute wenigstens nur bei sich rumflamen würden,
Aber da geht es bei mir halt auch weiter. Ne? Kommentar vom Ollo. Ollo, ne? Du kommentierst es öffentlich, deswegen nehme ich das auch hier mit rein. Schwierig, ne? Er schreibt, er findet es langsam echt eine riesengroße Frechheit von Giants. Wie kann man mehr als einen Monat brauchen, um eine Karte zu testen? Also ich finde es aber eine riesengroße Frechheit, dass Giants-Mitarbeiter während im Sommer Urlaub bekommen. Wie können sie es wagen? Wie können sie es wagen, dass sie mehr Prioritäten vielleicht legen auf den LS25? Wie können sie es nur wagen, meine Karte mehrmals zurückzuschicken mit berechtigten Fehlern? Ich finde es auch eine riesige Frechheit. Okay, Sarkasmus aus. Eigentlich finde ich dein Kommentar riesige Frechheit. Sage ich, wie es ist. Ich weiß, manche fühlen sich da immer gleich auf den Schlips getreten. Und wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Im Endeffekt bin ich immer der Arsch. Das habe ich schon so oft im Leben mitbekommen. Wenn ich dem anderen sage, was er eigentlich falsch macht, der den Fehler macht, und man selber dann der Idiot ist. Also mittlerweile bin ich eigentlich immer sehr gut damit gefahren, einfach die Klappe zu halten und meinen Teil zu denken. Aber ab und zu muss es halt auch gesagt sein, weil das nervt mich einfach ungemein. Also an der Stelle würde ich dich einfach bitten, ein bisschen zurückzuhalten, weil mit so einem Kommentar machst du dich lächerlich hoch 10. Ich verstehe es nicht, warum die Leute so sind. Ich erwähne es immer im Video. Ich kommuniziere überall die Themen, warum es meine Karte zurückkommt und so weiter und so fort. Und er muss es ja mitbekommen haben, weil sonst wüsste er es nicht. Also hör doch einfach zu, was ich sage. Bisher macht Giants an meiner Karte einen ordentlichen Job. Also hört auf, da rumzuflamen. Wenn, dann müsst ihr eher an mir rumflamen, wenn man das überhaupt kann, dass ich Fehler in der Karte drin habe. Da könnt ihr an mir rumheulen, wenn man das überhaupt kann, weil Fehler machen wir alle. Also da nochmal ruhig Blut, alle durchatmen. Der LS ist nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Können wir da eigentlich im Anschluss doch gleich unseren Kalk machen, dass wir da auch wieder auf Vorrat haben so ein bisschen. Ich weiß, wir haben hier nicht die Menge an Feldern, wir haben nicht die größten, das will ich aber auch gar nicht. Ich will so klein schnucklig unterwegs bleiben, obwohl ich halt auch so ein bisschen mit dem Gedanke spiele, mal ein Projekt zu machen in XXL. Keine Ahnung, zum Beispiel Offlum oder jetzt die Westerrade, wo released wurde. Also ich hadere da tatsächlich so ein bisschen damit, vielleicht ein Projekt zu beenden sozusagen und was Neues zu starten, weil ich einfach mal so eine Nummer größer gerne machen würde. Einfach auch wegen anderen Geräten. Ich wollte schon lange mal diese Amazone, zum Beispiel wo der Jan hat, ne? Kennen wir ja alle. Twitch Farming. Solche Geräte in dieser Größendimension würde ich halt schon auch gerne mal probieren. Und dazu brauchst du halt die notwendige Karte. Ich kann hier nicht mit 24 Meter Spritze drüber. Da packe ich das Ding hier einmal auf und einem Aufwasch ist das gespritzt. Das möchte ich na klar nicht. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen am Überlegen mit Mapwechsel. Die Holzer steht irgendwann an, das wäre na klar auch noch so ein Thema. Also momentan bin ich wieder so ein bisschen im Aufbruchstimmung. Die Ellerbach wird bleiben, das ist gesetzt. Das wird so gut es geht durchgezogen bis zum Schluss. Das ist gar keine Frage. Denn da habe ich noch so ein paar Plänchen, wo ich gerne durchziehen möchte mit euch. Habe ich jetzt mir so ein bisschen was umgebaut. Da bin ich auch mal gespannt auf euer Feedback. Wird aber, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube erst nächste Woche für euch sichtbar sein. Spoiler, Spoiler.
Ich würde sagen, ich mache das mal ganz kurz noch fertig. So, ich bin gerade am Hof kurz, denn mein Saatgut wird langsam alle. Wir können aber doch hier die Säcke mitnehmen. Saatgut. Da haben wir noch ein bisschen was. Das können wir hier reinleeren. So, wie viel sind da drin? 100 Liter oder so. Ja, 100 Liter sollte, glaube ich, reichen. Das müsste sich eigentlich aufgehen. Und rein theoretisch können wir ja hier... Also ihr könnt eigentlich den schon von hier starten lassen, vom Hof. Das ist eigentlich egal. Ich habe überall die Splines reingelegt. Und dann können wir den hier Job erstellen. Freie Fahrt. Den lassen wir jetzt einfach mal hierher fahren. Job starten. Ja. Wir machen mal so lange weiter. Mal gucken, ob er ans Ziel findet. So, ihr seht, ich bin gerade noch so in den letzten Bahnen. Deswegen, das wird ein wenig eng. 11 Liter wird uns sicherlich nicht mehr reichen. Denn das Vorgewinde hier hinten müssen wir auf jeden Fall machen. Dann will ich noch die zwei Seiten machen. Das seht ihr ja hier, das wird sich auch nicht ganz aufgehen. Ist aber auch nicht so tragisch. Da kommt er schon. Guck mal, unser fleißiger Helfer. Mal gucken, ob das bis nach vorne reicht. 6, 5, 4. Das reicht nicht ganz, ne? 2. Und leer. Okay, dann tun wir kurz auffüllen. Aber es sieht, glaube ich, bisher ganz, ganz schnieke aus, soweit. So, das freut mich auf jeden Fall schon mal, dass es mit den KI-Splines gut funktioniert. Das ist schon mal herrlich. Ich muss aufpassen, ich will es nicht auf den Boden erschüttern. Dann können wir den Kollegen nämlich gleich wieder freie Fahrt. Den lassen wir einfach mal da vorne hin. So, bitte, Dankeschön. So, dann fahren wir jetzt einfach hier nochmal hoch. Das Vorgewinde machen. Hier würde ich jetzt nicht extra nochmal drüber. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das in real machen, wenn sich das hier nicht ganz aufgeht und ihr jetzt nicht irgendwie in Richtung Teilbreitenabschaltung gehen könntet oder wie auch immer das Zeug heißt oder da seid ihr die Fachmänner. Was würdet ihr da tun? Ich meine, nicht jedes Feld ist rechteckig, da irgendwann wirst du Schwund haben. Aber okay. So, jetzt sind wir hier oben. Sind wir angekommen. Jetzt könntet ihr auch hier nochmal einen Kurs einfahren. Ich werde es jetzt aber so machen. Und zwar, wir schalten hier einfach mal auf manuell. So in etwa. Und dann brauchen wir den Spurreißer, den hier auf der rechten Seite, ohne Fahrgasse. Ich mal kurz mein Display hier.
die Drille ist angewählt. Jetzt so. Und dann können wir nämlich hier die Fahrgassen ausschalten. Da brauchen wir nämlich keine. So, dann können wir einmal hier durchziehen. Und da seht ihr schon die Spur vom Spurreiser. Das ist gerade recht. So. Dann können wir den Spurreiser direkt wieder ausschalten. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Einmal bitte wenden. Und jetzt müssen wir da mit der Motorhaube so rechts so ein bisschen von der Motorhaube, werde ich da jetzt fahren. Jawohl, wir können fast, guck mal, die ist ein bisschen breiter. Wir können eigentlich mit dem Rad fahren. Und jetzt machen wir hier wieder die Fahrgassen an. So. Und setzen da über. Ich fahre jetzt da mit dem Rad mal drüber. Ja, das sollte sich aufgehen. Die ist relativ breit. So, und dann haben wir nämlich hier auch unsere Fahrgasse drin. Jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz in der Drohnenansicht an. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben die 3 Meter außen, dann kommt die Fahrgasse. Und dann die senkrechte Fahrgassen und das mache ich jetzt da vorne auch noch. Hier drüben werde ich noch einmal drüber drillen, weil da ist schon ordentlich was da, aber hier würde ich es fast schon lassen. Und dann vorne und dann bin ich erstmal finito. In dem Sinn, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich saumäßig über ein Like freuen. Der Abo-Link kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier von der Oberschwaben. Bleibt anständig. Viel Zeichen.